Hatten wir schon. Food Network hatten wir schon. Weihnachtsfeiertage? Weihnachten ist eigentlich schon vorbei. Ja gut, am Ende guck ich ja eh keiner mehr drauf. Oh, scheißegal, Hauptsache ich klecke alles voll. Oh, moin Mädels, moin Jungs. Ich kann das den ganzen Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cooking Simulator. Es gab das kostenlose Winter Holidays Update für den Cooking Simulator. Alles ein bisschen weihnachtlich angehaucht, aber ihr könnt euch das Weihnachten noch einfach nochmal angucken, das Video. Versteht ihr, wie ich meine? Man kann sich hier irgendwie eine verschiedene Anzahl an Gästen einladen. Wir gehen voll nach vorne. 200 Minuten ist ein bisschen viel Zeit für so ein Essen, Digga. Wir wollen jetzt hier nicht den ganzen Tag kochen. Die sollen einfach nur satt werden. Kochen ist ja sowieso immer so eine Sache. Man geht 3 Wochen einkaufen, bereitet einen Monat alles vor, kocht dann 12 Stunden und in 10 Minuten ist die ganze Scheiße weggefressen, hör mal. Kann ich den Leuten noch auf den Teller kacken? Kommt das gleiche bei raus. So, sitzt die Haube, Bruder? Na klar. Bin ich heute wieder sexy unterwegs, wa? Vorlieben. Deine Gäste haben bestimmte Vorlieben. Das ist eine Rosenkohl-Salami-Bratwurst-Suppe oder was? Alter, ich bin übrigens ein übelster Käse-Lauchsuppe-Fan, Bruder. Wenn du mich beeindrucken willst, mach mir eine geile Perk-Auswahl. Alter, ist das hier Dead by Daylight oder was? Also theoretisch kann ich hier auch alle Perks auswählen, aber das ist mir zu easy. Das heißt, nehmen wir jetzt schnell zu Fuß, Thermalsicht, ruhige Hände, Topflappen. Denn ich bin auch ein Lappen und jetzt ab dafür. 2 Stunden habe ich jetzt Zeit, theoretisch, um Essen zu machen. Oh, ich kann mit ihm reden. Vorlieben Hähnchenschenkel. So, meine Damen und Herren, dann geben Sie mir mal alle Ihre Bestellungen, ne? Der sieht aus wie dieser Supergeil-Werbung von Edeka, ne? Supergeil, super lecker. Und normal. Ach, guck mal, hier sind sogar Kinder. Nee. Oh mein Gott. Oh, das tut mir leid. Letzte Bestellung von Oma. Haben wir noch Curry King? Oh, kann ich hier eine Bockwurst machen oder so eine Currywurst? Alter, Oma, du kriegst eine absolut astreine Currywurst, wenn es hier eine gibt. Keine Currywurst. Scheiße, Bro. Hier rennt man vor allem mit Space. Was denn Space, Digga? Und das meine Kitchen? Die sieht ja geräumig aus. Ich sag euch jetzt schon, die sieht am Ende nicht so aus, wie sie jetzt aussieht. Da könnt ihr aber mal einen drauf lassen. Ich glaube, ich würde als erstes die ukrainische Borscht machen. Wir haben 3 Leute, die die Borscht brauchen. Und ich denke mal, das ist unnormal einfach. Das ist gut, das brauchen wir auf jeden Fall. Wo haben wir die Hühnerbouillon? Kann ich hier nicht auch einen Fernseher haben? Ja, voila. Wir brauchen auf jeden Fall auch Salt. Salt Goodman. kill me, please. Wo ist denn hier der Kühlschrank? Was sind das für Schränke? Hallo? Hallo, wo ist der Kühlschrank? Oh, Mülleimer. Sag mal, wo sind hier die... Oh. Ah, Signorita. Gib mir mal die Hühnerbouillon her, du Lappendigger. Was brauchen wir noch? Schwarzer Pfeffer, rote Beete. Rote Beete! Also hier kommen langsam wieder alte Gefühle hoch, ne? Sie mit so einer Ex-Freundin, die du nach 10 Jahren wieder triffst. Hier ist ein Misty-Zweig. Wer will knutschen? So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein fast dunkles Bier. Ich hab irgendwas richtig kaputt gehauen. Hier ist alles kaputt! Ich piss hier alles voll mit meinem Bier! Ja, gut. Ich kann auch Rotkohl machen, oder? Kann ich auch einen Rotkohl-Rote-Beete-Eintopf machen? Einfach so for the experiment? So. So, rote Beete brauchen wir 5 Kanister. Rote Beete. So. Alter, ohne Scheiß, ich habe das jetzt nicht mit Absicht gemacht. Jetzt liegen die Kackbällchen auf dem Boden, ey. Oh. Die Frage ist, bereiten wir jetzt einfach alles erstmal vor, bevor wir ins Kochen gehen? Weil... I don't know, ne? Wenn ich jetzt hier 2 Stunden brauche, dann ist die Bouillon erstmal wieder cold, ne? You are cold as ice. You're willing to sacrifice. Ice, wise, wise, Digga, walla. So. Da packen wir einen Kohl rein. Den werden wir zerhackstückeln mit dem Mixer drinne. Pass mal auf. Uff. I can show you the world. Geil. Ein Bällchen, noch ein Bällchen, noch ein Bällchen, noch ein Bällchen. Wo versteckt sich der letzte Knödel? Da. So. Scheiße! Wir brauchen 9 Rotkohl. Alarm! Zack!
Und das gibt dann natürlich auch die natürliche rote Farbe, die wir uns gewünscht haben für unsere rote Beete-Borsch. So, und dann hier. Einen ganzen Liter. 20 Gramm Pfeffer. Wie machen wir das jetzt mit Bierchen? Ich mache jetzt hier so ein bisschen Bierchen in mein Tellerchen. Ey. Ja! Ich bin so gut! So, das kommt jetzt hier auch nochmal mit rein in den Topf. So, und theoretisch, technisch gesehen, ist die jetzt schon quasi mehr oder weniger ein bisschen fertig. Bitte mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal mit mir zusammen kochen würdet. So in RL, so weißt du, so in real life. So, versteht ihr, wie ich meine? So, und du da, ich da und dann kochi. Mach mal umrühren! Aussehen ist die halbe Miete, ich sag's nur. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, hab ich Eier? Hab ich überhaupt Eier, frag ich mich jetzt. Oh, ich hab richtig nice Eggs. Geil. Ah, Geheimfach hier, die Eier sind unten versteckt, versteht ihr? So, theoretisch haben wir zwei Gerichte schon fertig. Und zwar die ukrainische Borscht und die ukrainische Borscht mit gekochtem Ei. So, jetzt kommen wir mal zu was wir noch nie gemacht haben. Schmelzkartoffeln. Sonnenblumenöl, Butterschmalz. Gut. Alter, Bieressig, der kommt damit rein. Der muss damit rein. Ich will die alle leiden sehen. Die müssen alle besoffen werden und rumknutschen am Ende. Das ist geil. Sonnenblumenöl, da haben wir's. Wir müssen Sonnenblumenöl kaufen. Klöße. Alter, wieso haben wir noch keine Klöße gemacht? Guck mal, die sind da so ganz drin. Wir müssen unbedingt irgendwo... Ich würde hier einfach in diese Borscht jetzt schon mal so ein paar Klöße mit reinlegen vom Boden. Mit dem Boden ist auch so wie mit so einer guten Bratpfanne. Da kann man den Bratschmalz von vorletzter Woche noch benutzen. So ähnlich ist das auch mit dem Boden, wenn ihr mal kochen tut, ne? Alter, ich hol mir einen Flambierer. Ich will irgendwas flambieren. Oma brennt nicht. Der Baum brennt auch nicht. Ey, wie unrealistisch ist das Game? Oh oh. Warte mal. Mir wird gerade echt wärmer. Wir müssen schnell die Borscht machen. Planänderung. Gott sei Dank. Machen wir mal weiter im Text. Alter, ich halte die Kartoffel gerade richtig nice in der Hand. Alter, ich glaube, ich habe noch nie so nice geschnitten. Alter, das ist purer Sex. Wenn nicht sogar besser. Ich meine, wenn ich keinen Schmalz finde, kann ich theoretisch auch was anderes in die Pfanne hauen. Ich glaube, ich nehme einfach Gorgonzola. Ich glaube, das ist fast das gleiche wie Schmalz, oder? Ich guck mal, was das so bringt, wenn ich den jetzt anzünde. Zerläuft der jetzt schön? Sieht nicht so aus, ne? Unrealistisch. Okay, das ist jetzt irgendwie nicht so gut gelaufen. Vielleicht kann man den frittieren. Wir lassen da erstmal den ein bisschen drin, ne? Ja, dann als Schmalzersatz vielleicht ein bisschen Bierchen. Zack, sehr gut. Alter, perfekter Mann. So, das heißt, wir haben jetzt hier theoretisch schon vier Gerichte fertig. Wie geht's dem Gorgonzola? Der sieht aus wie Schokokuchen. Alter, ein Dessert haben wir auch schon. Geil. Wir braten das an, dann schmeißen wir das da rein, dann kochen wir das nochmal. Währenddessen wird die Borscht hier auch schön durchgekocht und nachher kommt ein Ei noch mit rein. So, ansonsten, ach, da haben wir auch schon ein paar Klöße drin. Als kleines Special. Wären wir dann soweit, um aufs nächste Gericht zu gehen. Und das wäre dann die gebackene Forelle. Und das kommt auch in den Ofen. Zusammen mit dem anderen Scheiß. Uff! Kotzt mich jetzt an. Dass das schon wieder da alles auf dem Boden liegt. Mein Gott! Sonnenblumenöl, Olivenscheiße. Rauf. Weg. Man müsste jetzt fressen, was auf den Tisch kommt. Bin ich early. Das muss an und das muss an. Dann machen wir den Ofen an. Und jetzt bin ich gespannt. So, wir können hier schon mal ein paar Tellerchen aufstellen, ne? Die haben ja auch Hunger, die Leute. Muss ich auf die Kartoffeln achten. Dass mir das hier nicht verbrennt. Wie geht's im Ofen? Wichtig. Ah, fast fertig. Ja, schön schwenken zwischendurch, ne? Und nochmal rauf. Weg damit. Ja! Erfolg! Jetzt machen wir hier schon mal, richten wir schon mal an. Oh, scheiße. Warte mal, müssen wir aufteilen. Scheiße, Bruder. Ja, das ist jetzt mega scheiße gelaufen. Das ist jetzt richtig scheiße gelaufen. Wir müssen das richtig aufteilen. Ah, hier nochmal ein Klacks. Ah, ja.
Scheiße. Aber wie gut, dass wir hier diese Kartoffelklöße noch mitgemacht haben. Aber ich muss sagen, guck mal, ich habe hier schon 5 Gerichte. Kann man auch mal Props geben. Kann man mal Daumen nach oben geben und abonnieren, oder nicht? Ich habe 2 Sachen gar nicht gekocht. Scheiße, dann mache ich Ihnen schnell noch einen Burger. Wir kriegen hier nochmal schnell einen Kackeburger. Ein hauchdünnes Scheibchen schneiden hier die Gurke. Das ist ganz wichtig. Hauchdünn muss das sein. Hauchdünn. Ja, in Germany we call it hauchdünn. So. Pack das doch darauf. Ich kotze mich selber an. So, und jetzt nehmen wir noch den Schokokuchen und rasieren hier auch nochmal ein Stück Gorgonzola von ab. Alter, das sieht halt wirklich aus wie Brownie. Das hätte ich da gerne auch noch drauf. Alter, das sieht echt aus wie ein richtig nicer Burger. Oh, lasst es euch schmecken. Ja, ich hoffe, es schmeckt, ne? Oh, nom, 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 lecker Schmecker. Und jetzt die Bewertung. Wieso kriegt ihr nur einen Weihnachtsbaum? Oma fand es am leckersten, das verstehe ich. Ihr fandet mein Essen also scheiße. Das war's mal wieder mit Cooking Simulator. Ich hab die Schnauze voll. Bis zum nächsten Mal oder so, ne? Kotzt mich das hier an, die Scheiße.